Freunde, willkommen bei SEO Driven. Diese Woche geht es um Facebook Marketing in meiner Show und wie ihr seht, habe ich hier wieder einen Gast auf meiner Couch, der Sebastian Riedle, Social Media Doktor. Und gestern haben wir schon darüber gesprochen, was man eigentlich für die Strategie bedenken sollte. Und heute geht es darum, wie man die richtigen Inhalte für Facebook findet. Sebastian, gestern haben wir ja schon festgestellt, bei der Strategie macht man sich natürlich, wenn man festgelegt hat, welche Zielgruppe will man eigentlich erreichen, was sind eigentlich meine eigenen Ziele, was machen vielleicht die anderen da draußen in meinem Wettbewerbsumfeld so, dann kommt man sehr schnell dahin, wie befüllt man eigentlich diese Facebook-Seite, diesen Facebook-Kanal und überlegt sich, was mache ich jetzt eigentlich für Inhalte. Da gibt es ja ganz viele Formate und ganz viele auch immer wieder neue Formate. Was ist denn da so zum Start vielleicht das, womit man loslegen sollte? Ja, gestern haben wir uns in der Strategie angeguckt, was ist denn das Problem der Leute? Und die besten Inhalte oder eine gute Kategorie von Inhalten sind Problemlöser-Inhalte. Dass ich schaue, welche Fragen kommen denn regelmäßig an meinen Kundendienst gerichtet? Oder was stellen die Leute immer für Fragen als Antworten auf die E-Mail oder im Social Media Q&A-Bereich auf der Webseite? Das können wir alles mal in Inhalte verpacken. Und ja, jetzt kommt die Frage nach dem Format. Macht man lieber einen Blogartikel daraus oder macht man ein Video daraus? Im Zweifelsfall für Facebook lieber Videos im Moment. Wie wir hier. Ja, noch besser wären Live-Videos. Das dann nächstes Mal. Aber man kann ein Video relativ schnell erstellen, indem man ein Interview führt, wie wir zwei, wir unterhalten uns und geben darüber Tipps raus. Und das muss nicht ultra perfekt sein. Wenn man jetzt einen Blogartikel schreibt, dann wird jedes Wort irgendwie auf die Waagschale gelegt. Man braucht Stunden, bis so ein Artikel fertig ist. Und dann wird der vielleicht nicht mal angeklickt oder so, weil Facebook Videos doch lieber mag. Ja. Und Videos sind also schneller produziert. Was man allerdings dann bei Video beachten muss auf Facebook, sind Untertitel. Denn die Leute schauen sich die Videos auf Facebook zu, ich glaube, 99% ohne Ton an. Die wenigsten schalten tatsächlich den Ton ein. Genau, weil es ja standardgemäß muss, also ohne Ton auch gleich startet. Ne? Das ist ja anders als bei und die Leute sitzen vielleicht irgendwie im Büro und sollen arbeiten, aber gucken tatsächlich lieber auf Facebook und da kann die Videos nicht einfach mit Ton starten. Oder ich liege immer im Bett neben meinem Sohn, wenn der einschläft und da ist dann auch Beruf. Ne? Ja. Aha. Also Untertitel macht nochmal extra Arbeit, aber das lohnt sich. Und ja, also die Frage war eigentlich, welche Inhalte, also Problemlöser-Inhalte. Und dann kann man natürlich schauen, dass man dann einen leichten Einstieg findet und für Leute, die noch mehr zu dem Thema wissen wollen, weil wir jetzt den Nerv getroffen haben der Leute, wir haben ja geguckt, was ist das Problem und wir bieten ihnen eine Lösung, kostenfrei. Und dass man dann einen Teil der Lösung im Austausch gegen eine E-Mail-Adresse hergibt. Also noch tiefgreifendere Inhalte, wir machen eine Checkliste per PDF oder ein Whitepaper, ein E-Book, irgendwas, was vielleicht nicht ganz so schwer zu erstellen ist und wir einen gewissen Wert hat für unser Gegenüber, was wir im Austausch dann gegen eine E-Mail-Adresse auf unserer Webseite anbieten oder über einen Facebook Messenger. Hauptsache, wir intensivieren den Kontakt. So. Also das sind gute Formate für Inhalt Problem lösen. Was auf Facebook natürlich auch immer funktioniert, sind leichte, seichte Mainstream-Unterhaltung. Ja, die Leute kommen nicht auf Facebook, weil sie Werbung sehen wollen oder den Leuten sind es vielleicht einfach nur langweilig. Die stehen am Bus und warten, stehen an der Kaffeemaschine und warten, liegen früh morgens oder abends im Bett. Das Erste, was sie machen, nach dem Aufwachen, Facebook gucken. So, und kann jetzt nicht mit schweren Themen nicht aufwarten. Das heißt, unterhaltsame Inhalte werden immer besser funktionieren als pädagogisch wertvolle Inhalte. Ich habe einen Blogartikel geschrieben, der ist wirklich fachlich top und habe da Stunden rein investiert, kriege am Ende 2 Likes dafür.
und sagen wir plakativ, ich poste ein Katzenfoto und kriege wesentlich mehr Interaktionen da drauf. Das ist völlig normal. Katzenfotos sind, also wenn ich nicht gerade ein Hersteller von Katzenfutter bin oder eine Tierhandlung, dann bringen mir Katzenfotos zwar kurzfristig mal einen netten Anstieg in meinen Interaktionen, aber langfristig bringt es keine Punkte, weil das, ich kann meine Unternehmensziele nicht mit solchen Inhalten erfüllen. Das heißt, wir müssen es schaffen, pädagogisch wertvollen Cat-Content zu erstellen. Also Unterhaltung, mit dem ich meine, als Unternehmen meine Werte transportieren kann. Und zum Beispiel kennt jeder so Zitate-Postings. Wenn ich ein Zitat von Einstein poste, dann erscheine ich gleichzeitig schlauer und kann dieses Image von Einstein auf mich übertragen. Und hat jeder in seiner Branche irgendwie schlaue Leute, die was gesagt haben oder in der Geschichte, wo man eine Verbindung herstellen kann als Image-Transfer. Nun sind diese Zitate-Postings schon recht ausgelutscht, machen viele. Facebook liebt Video, also können wir das auch animieren. Gibt es Tools, die zum Beispiel Rocketeer nutze ich gerne, experimentiere ich gerade ein bisschen damit rum, um diese Sprüche einfach einfliegen zu lassen, Hintergrundbilder. Es muss sich was bewegen am Bildschirm und jetzt fesselt dann wieder die Leute. Ja, also und Problem lösen, unterhalten und gebe gerne auch noch eine dritte Kategorie. Persönlichkeit ist Trumpf. Die Menschen dahinter sozusagen. Die Menschen hinter der Marke. Wer ist das eigentlich? Wer macht das? Du zeigst dich hier im Video und die Leute kriegen also ein Bild von dir und lernen dich kennen. Du kennst die Leute da draußen vielleicht nicht, die gucken dir zu. Aber die lernen dich immer weiter kennen und das ist schon sehr wertvoll. Das schafft ja auch Vertrauen. Ne? Genau, und das Vertrauen ist eine der wichtigsten Währungen im Internet. ist ein weicher Erfolgsfaktor, aber extrem wichtig. Und dazu muss es nicht mal eine riesige, aufwendige Produktion sein von Video oder Blogartikel schreiben. Es reicht schon ein Foto hier mit einem Smartphone. Was passiert gerade Lustiges im Büro? Oder wir sind beim Teamessen. Da reicht der Facebook-Seitenmanager auf dem Telefon, um seine Fotos hochzuladen. Und das ist das, was die Leute interessiert. Auf Facebook Live von der Weihnachtsfeier. Ja, muss man bei gewissen Themen noch Vorsicht walten lassen. Die Sache ist, Persönlichkeit. Menschen lieben Menschen. Menschen unterhalten sich gern mit Menschen. Menschen reden über Menschen und verhandeln lieber mit Menschen als mit abstrakten Markenlogos. Also wer bereit ist, auch mal sein Gesicht zu zeigen und nicht zu sagen, Facebook muss anonym sein, ich will da schon sein, aber ich darf da auf keinen Fall sichtbar sein, da verbaut man sich halt jede Menge Potenzial. Ja. Weil das ist das, was die Leute interessiert. Die interessiert keine Werbung für Produkte, die wollen wissen, was bewegt die Menschen hinter der Marke. Ja, so viel also zu den Inhalten. Sicherlich ein paar Klassiker dabei und ich sehe das auch immer wieder, also bei vielen Unternehmen, gerade in Deutschland, ist ja schon noch so diese Zurückhaltung, die Gründer oder die Macher wollen sich nicht so richtig zeigen. Das ist natürlich auch eine Bühne, auf der man Fehler machen kann. Man muss auch akzeptieren, dass man Fehler macht, weil man wird automatisch irgendwie mal einen Fehler machen. Ne? Also man muss schon kritikfähig sein. Ja, aber das macht es ja auch, Buzzword, authentischer. Ja. Jeder weiß, dass niemand auf der Welt ist perfekt. Und wenn ich etwas sehe, was wirklich perfekt ist, dann werde ich da schon misstrauisch. Ja, das haben die Leute, glaube ich, auch satt. So diese perfekte Persil-Welt, wo alles weiß und glänzend ist und jede Familie glücklich und jeder glatte Haut hat. Und, ja. So. Und dann sind Unterhaltungen, wie wir sie hier führen, das ist jetzt nicht geskriptet oder so, sondern wir sind einfach wir. Und vor allem, jeder weiß, du bist du. Ich bin ich und wir können das nicht faken. Also man kann sich hinter einem Profilbild verstecken und zeigt nie irgendwas von den Personen. Ja. Dann weiß der Leser oder der Zuschauer am Ende gar nicht, ja, wer war das jetzt? War das jetzt die Agentur, die das gemacht hat oder waren das die Leute selber? Mhm. Hier sind wir das. Wir können das da jetzt nicht faken und es ist authentisch. Und wenn wir uns Versprecher drin haben, so what? Ja.
Genau, also zumindest, wenn man kein Schauspieler ist. Aber gut, also darauf sollte man vielleicht achten bei dem Content und wie der Content dann auch ein großes Publikum bekommen kann. Darüber sprechen wir morgen, wenn wir dann uns nochmal in das Thema Facebook-Ads begeben. Also schalt morgen wieder ein, entweder Podcast oder Video. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Ciao, ciao.